Hallo, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hier, Seelenfreude-Challenge, Tag 5. Mal schauen, wer heute am Freitagabend hier live dabei ist. Das dauert immer ein bisschen, bis ich Zuschauer sehe. Wenn du mich gut sehen und hören kannst, dann bitte gerne doch mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein oder was in den Chat reinschreiben, ein Ja. Hallo, liebe Antje. Du bist gerade die Erste, die ich sehe. Magst du mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein oder in den Chat reinschreiben, ins Kommentarfeld, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor ich hier quatsche und ihr seht mich gar nicht oder hört mich nicht. Ja, Freitagabend, Seelenfreude-Tag 5, Challenge. Es geht heute mal wieder um die Gedanken, um unsere lieben Gedanken, um unser süßes Köpfchen, das den ganzen Tag so viele Sachen denkt, die uns nicht zutragen oder ja, die uns schon zutragen, aber die uns in eine Richtung gehen lassen und tragen lassen, wo wir eigentlich nicht hinwollen, ne? Kennst du wahrscheinlich, kenne ich auch noch nur zu gut. Hallo, liebe Renate, guten Abend. Ich hatte ja gestern Abend das Webinar hier mit der wunderbaren Sabrina, wo wir auch ja über die Kraft der Gedanken gesprochen haben und auch über Bob Proctor von The Secret, da kennen ja die meisten von euch. Er ist ja da wirklich einer der Koryphäen in dem Bereich. Und sie hat sich ja direkt bei Bob Proctor da ausbilden lassen und Bob Proctor, ja, begleitet mich auch schon seit einiger Zeit. Also das ist wirklich eine Koryphäe in dem Bereich. Und gestern Abend haben wir ja über diese Schritte auch gesprochen, die uns einfach zutragen oder die uns wirklich mal in die Richtung gehen lassen, wo wir wirklich hinwollen. Es fängt ja einfach immer alles in unserem Kopf an. Und ich hatte heute Mittag noch ein interessantes Gespräch mit einer Dame, die das wirklich mal heute versucht hat umzusetzen und mal alles umzuwandeln und an Gedanken, an Glaubenssätzen, also wirklich mal das Gedankenkabarett da beobachtet hat und sagte, Mensch, das ist ja total anstrengend. Ja, und das ist genau auch der Grund, warum so viele da draußen scheitern. Es ist, zum einen ist es anstrengend, immer und immer wieder die Gedanken zu beobachten, vor allem, wenn man damit natürlich auch mal anfängt. Und zum Zweiten ist es aber, wenn man sich mal wirklich angewöhnt hat, antrainiert hat, wird es einfach immer leichter, weil man dann ja immer mehr in die Richtung denkt, wo man wirklich einfach hin will und aufhört, sich denken zu lassen. Aufhört, sich denken zu lassen von Gedanken, die einen einfach dahin bringen, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Das ist so das eine. Und das andere, wenn man dann natürlich jemanden an Hand hat, der einen da leitet, der ihn immer wieder inspiriert und jeden Tag da einfach durchführt, dann wird es natürlich einfacher. Das ist wie, ja, mal ein anderes Beispiel, wenn du einen Führerschein hast und dich vielleicht nur an deine Fahrstunden erinnern kannst. Bei mir liegt das ja jetzt schon, oh je, wie lange her? Egal. Da war das ja auch total anstrengend. Der Fahrlehrer hat einem gesagt, hier Schulterblick, Blinker setzen, rechts abbiegen, links abbiegen, Kuppeln schalten, keine Ahnung, was auch immer. Und dann nur auf die Geschwindigkeit achten und noch in den Rückspiegel zwischendrin gucken und Seitenspiegel und alles Mögliche. Das war total anstrengend. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft, fahren zu lernen, Autofahren zu lernen. Und dann war es die erste Zeit, als wir allein im Auto gehockt haben, auch mal noch ein bisschen anstrengend. Und dann heute setzen wir uns ins Auto und ja, fahren wie hypnotisiert durch die Gegend. Und die meisten von uns laufen auch noch wie hypnotisiert durch die Gegend, um es mir jetzt mal krass auszudrücken, und stellen dann irgendwann fest, ja, was das jetzt, ne? Aber zu denen gehörst du ja nicht. Du bist ja hier in der Gruppe, du willst ja was in deinem Leben verändern. Du willst deinem Leben ja eine andere Richtung geben. Du bist auf der Suche nach deinem Seelenplan. Du würdest wahrscheinlich gerne auch deinen Seelenberuf daraus kreieren, um dir dann endlich mal ein Leben ganz nach deinem Herzen zu gestalten. Und ja, darum soll es jetzt gehen hier.
der Seelenfreude-Challenge, Tag 5. Und zwar möchte ich mit dir mal darüber sprechen nochmal, dass ja wirklich alles eine große Energie ist. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Energie. Und nennen wir diese Energie jetzt einfach mal Universum. Ich glaube, das ist der Begriff, mit dem die meisten von uns einfach am ehesten etwas anfangen können. Denn andere Begriffe wie, keine Ahnung, Gott, Jesus Christus oder das All oder das Überbewusstsein, das höhere Selbst, das ist manchmal so ein bisschen ja, von Prägungen behaftet. Vor allem so Gott oder ja, Religionen, die sind ja alle auf eine eigene Art und Weise mit wiederum mit Glaubenssätzen und Glaubensmustern behaftet. Deshalb nennen wir es mal Universum. Hallo lieber Peter, nennen wir es mal Universum. Und das Universum schickt uns im Prinzip immer Botschaften und Hinweise, will uns lenken, will uns auf unserem Herzensweg begleiten, schickt uns Botschaften, wo es lang geht. Nur wir haben einfach nie gelernt, wirklich diese Botschaften mal wahrzunehmen. Wir haben nie gelernt, zwischen Kopf und Herz zu unterscheiden. Wir sind in unserer Kultur hier einfach sehr kopfgesteuert und unser Kopf setzt aber immer an alten Kram, an alte Erfahrungen an. Und vielleicht kennst du auch so die Situationen, wo du im Nachhinein denkst, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Und du hast dich vom Kopf lenken lassen. Ich kenne das alles nur zu gut. Also ich weiß ja gut, wovon ich spreche aus meinem früheren Leben. Ich habe mir inzwischen angeeignet, auf meinen ersten Impuls zu lauschen, meinem Herzen zu folgen, weil ich weiß, der erste Impuls, der kommt nicht aus dem Kopf, der erste Impuls kommt aus dem Herzen. Von der Seele, vom Universum, nenn's Universum, wenn das andere zu spirituell vielleicht für dich klingt. Hallo liebe Susanna. Und das kann dich einfach nicht lügen, betrügen oder hintergehen. Alles andere, was daraus erfolgt, wenn man anfängt zu zweifeln und so, und unsicher ist und nochmal hin und her überlegt, das sind Dinge, die entstehen dann eben aus unserem Kopf. Aus unserem Denken, aus unserem Verstand. Und wie der Volksmund es uns schon sagt, eigentlich, der Kopf ist ein guter Diener, oder der Denker ist der, wie nennt man es, der Kopf ist ein guter Diener, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. So. Und darum geht es einfach, den Verstand wieder als Diener einzusetzen und nicht als Herrscher. Und mein Beispiel dazu, was für ein wohlwollendes Universum wir eigentlich an unserer Seite haben, beziehungsweise wie es uns Botschaften auch schickt. Was wir aber machen ist, wir sind nicht präsent. Wir sind nicht präsent im Hier und im Jetzt, sondern mit unserem Köpfchen, mit unserem Sein, mit unserem Sein einfach, sind wir oftmals im Gestern oder im Morgen. Und wenn du dich jetzt selbst hier beobachtest, während du mir hier vielleicht lauschst, merkst du vielleicht, wie dein Kopf, der Denker, wieder spazieren geht, wie er an Dinge von heute tagsüber denkt oder wie er drüber nachdenkt, was du heute vielleicht noch machen willst oder was du morgen machen willst. Das heißt, wir sind nicht präsent im Hier und im Jetzt. Oder denk an deinen Arbeitsplatz. Wenn du heute am Arbeitsplatz gehockt hast, wie viel deiner Zeit warst du wirklich präsent bei dem, was du gemacht hast? Oder heute Nachmittag, keine Ahnung, vielleicht hast du mit deinen Kindern am Mittagstisch gehockt und mit den Kindern gemeinsam gegessen. Wie sehr warst du präsent mit deinem Mann, mit deiner Familie, mit deinen Kindern am Mittagstisch? Und wie viel hast du dich eigentlich damit beschäftigt, was noch alles zu machen ist? Was heute schon alles war, was morgen zu machen ist und. Und das bringt es, glaube ich, ganz deutlich auf den Punkt, wie sehr oder wie wenig wir präsent sind.
Und dann können wir natürlich diese Botschaften, die das Universum uns schickt, wo es eigentlich lang geht, was eigentlich unser Weg ist, nicht wahrnehmen, nicht annehmen. Das sehen sie gar nicht, es kommt erst gar nicht bei uns an. Ein anderes Beispiel mal, um es zu verdeutlichen. Wenn du heute Morgen nicht zu Hause warst und der Briefträger ist gekommen und wollte dir einen Brief übergeben, dann konntest du diesen Brief nicht entgegennehmen, hallo liebe Lubomera, weil du warst nicht da. Was hat der Briefträger gemacht? Er hat ihn dir in den Briefkasten geworfen. Ob du jetzt aber in den Briefkasten reinschaust, ihn öffnest, den Brief rausholst, das bleibt dir überlassen. Und so ist das auch mit den Botschaften vom Universum, wenn wir uns nicht mal darin üben, präsent zu sein im Hier und im Jetzt, dann prallen diese Botschaften an uns vorbei, sie kommen nicht an, wir sehen sie nicht. Und deshalb würde ich dich mal dazu einladen, dich mal darin zu üben, präsenter im Hier und im Jetzt zu sein. Nicht präsenter zu sein, sondern wirklich mal präsent zu sein. Im Hier und im Jetzt. Um so mal dich auch zu öffnen, den Botschaften, hallo liebe Birgit, den Botschaften, die das Universum dir ständig schickt, damit die mal bei dir hier ankommen, damit du die mal erkennst. Und dann kannst du das am besten machen, wenn du morgen mal, morgen ist Wochenende, Samstag, wenn du morgen vielleicht mal deinen Wochenendeinkauf tätigst oder überhaupt mal unterwegs bist. Schau mal, dass du bewusst im Hier und im Jetzt bist, bewusster im Hier und im Jetzt, dass du auch mal dahingehend deine Gedanken beobachtest, wie sehr sie sich mit dem Gestern beschäftigen, dann holst du zurück ins Hier und ins Jetzt, sei präsent. Und wenn du merkst, ach, du gehst mal wieder mit deinen Gedanken oder deine Gedanken gehen spazieren und beschäftigen sich schon wieder mit dem Abend oder mit dem, was morgen ist oder übermorgen ist, oder vielleicht auch mit Zukunftsängsten, mit ungelegten Eiern, dann komm mal bewusst zurück ins Hier und ins Jetzt. Hallo, liebe Christina. Und dann schau mal, welche Botschaften da zu dir fließen. In Form von Impulsen, in Form von Gedanken, in Form von Ideen. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise auch sein. Das kann sein, dass du durch die Einkaufsstraße gehst und du siehst da irgendwo ein Plakat. Und aus dieser Werbung, was auf dem Plakat ist, kannst du eine Botschaft für dich entnehmen. Das kann sein, dass du im Auto hockst und da läuft plötzlich ein Lied, das du schon tausende Male gehört hast. Aber in dem Moment entdeckst du in dem Lied irgendeine Botschaft oder vielleicht hast du es noch nie gehört oder schon ewig nimmer gehört. Und in dem Moment entdeckst du eine Botschaft in diesem Lied für dich, sei es eine Zeile, sei es ein Wort, was genau jetzt das Richtige für dich ist. Oder vor dir fährt ein Auto, ein Lastwagen mit irgendeiner Überschrift, mit irgendeiner Werbung. Und du entdeckst aus dieser Werbung eine Botschaft für dich. Und das sind die skurrilsten Dinge. Nur wenn du auf die Art und Weise dich einfach mal übst, präsent im Hier und im Jetzt zu sein, dann öffnest du dich diesen Botschaften, diese Informationen, die das Universum dir schickt, was die nächsten Schritte sind. Zu dir selbst, zu dem Weg auf deinem Herzen. Du darfst natürlich auch bewusst Fragen stellen. Du kannst zum Beispiel auch morgen früh aus dem Haus gehen, so liebes Universum, stellst eine Frage, was ist heute mein nächster Schritt? Oder ich öffne mich heute einfach mal den Botschaften, die du heute für mich bereithältst. Bin heute mal ganz neugierig. Zeig mir mal, was jetzt heute hier so ein nächster Schritt, ein nächster Impuls für mich ist. Und dann gehst du mal so aus dem Haus und bist einfach mal ganz neugierig wie so ein kleines Kind. Vielleicht kommen diese Botschaften auch in Form von irgendeiner Idee, irgendeinem Gefühl, irgendeinem Impuls, einer Begegnung. Vielleicht ist es morgen auch
der Impuls für dich, dass du hier schon, das kommt mir jetzt auch gerade schon längere Zeit hier auch vielleicht um mich rum, rumeierst und rumhüpfst und auch schon mitbekommen hast, dass du die Möglichkeit hast, hier bei mir ein Erstgespräch mal zu buchen, eine Durchbruchssession. Und hast dich bislang nicht getraut und traust dich dann morgen mal, weil der Impuls kommt, mal endlich eine Durchbruchssession mit mir hier zu buchen. Ich habe heute Mittag oder was heute Morgen war es, auch noch so, und das trifft es auch nochmal, wie wir manchmal Botschaften nicht direkt wirklich sehen, wo eine Dame hier aus der Gruppe kommentiert hat, unter einem Video, welches es ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass sie irgendwie angetan war von dem, was ich ihr von mir gegeben habe, wollte dann wohl auch eine Durchbruchssession buchen und hat dann nur gelesen, da stand 500 Euro. Wie das einhergeht, hat sie dann unten drunter geschrieben. Die waren nicht komplett präsent, sonst hätten sie nämlich da gelesen, dass diese Durchbruchssession den Wert von 500 Euro hat. Weil das einfach diese Durchbruchssession, meine Liebe, da gehen wir wirklich drauf ein, wo du gerade stehst, was da noch Themen sind, die es zu lösen gibt und wo du wirklich hin willst. Und das ist ein Durchbruch für dich, wenn du das einfach mal erkennst. Und das biete ich dir ja kostenfrei hier an. Aber die Dame, die war nicht komplett präsent, hat nur 500 Euro gelesen und dachte, sie muss für eine Durchbruchssession 500 Euro zahlen. Das ist nicht so. Das ist nur ein Wert, dem ich das beimesse, wenn ich an meine früheren, als ich im 1:1-Coaching noch gearbeitet habe, was meinem damaligen Stundenlohn einfach entsprochen hat. Aber das schenke ich dir kostenfrei. Ja? Das mal noch als Beispiel dazu. Also, Einladung an dich, wenn du morgen aus dem Haus gehst, unterwegs bist, Wochenendeinkauf machst oder so, sei mal ganz neugierig, öffne dich einfach mal, du musst noch nicht mal eine gewisse Frage stellen, kannst du machen, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, kannst du machen, musst du aber nicht. Geh morgen einfach mal präsent durch den Tag. Ganz neugierig, wie so ein kleines Kind, vielleicht hilft dir auch so die Metapher, wie so eine Katze, die vor dem Mausloch hockt und guckt, wann das Mäuschen da rauskommt. Ja, vielleicht hilft dir diese Metapher. Oder wie so ein kleines Kind, das mit neugierigen großen Augen durch den Tag geht. Und so gehst du morgen mal zum Einkaufen oder gehst mal spazieren in den Wald oder was auch immer du morgen auf der Agenda hast. Vielleicht hast du auch eine Einladung zu einem Geburtstag, irgendwas, wo du mit anderen Menschen umgeben bist, da kannst du auch Botschaften draus empfangen vom Universum. Was für dich so nächster Schritt sein kann auf dem Weg zu dir selbst, zu deinem Herzen. Und üb dich so mal präsent im Hier und im Jetzt zu sein. Das wird vor allem noch ein weiteres für dich ergeben, wenn du dich so darin übst, präsent zu sein, hörst du nämlich auf, dich so zu stressen. Denn das ist auch etwas, was uns auch viel Kraft, Energie und auch Freude raubt in unserem Leben, wo wir uns stressen lassen, wenn wir nicht präsent sind. Wir sind bei einer Arbeit, machen irgendwas, sind aber mit dem Gedanken in gestern oder in morgen. Das stresst total, das raubt uns Energie. Und da wirst du dann auch mal so eine Situation kommen, wenn du dich darin übst, präsenter zu sein, dass du plötzlich auch wieder das Gefühl hast, du hast Zeit. Du hast wirklich Zeit. Denn Zeit, schau mal, jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Ich habe zwar schon mal den Antrag gestellt, ich hätte mal gerne heute 28, hat mir aber noch niemand genehmigt. Also, jeder von uns hat 24 Stunden jeden Tag zur Verfügung. Wie lange wir die zur Verfügung haben, das wissen wir nicht. Aber wenn wir morgens aufwachen, gehen wir mal von aus, wir überleben den Tag, hat jeder von uns 24 Stunden zur Verfügung, nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist, was machen wir mit der Zeit? Lassen wir sie an uns vorbeiziehen? Lassen wir letzten Endes das Leben an uns vorbeiziehen? Sind wir den ganzen Tag nur am Funktionieren? Das war so etwas, was ich früher bei mir immer in meinem früheren Leben gefunden habe, morgens aufgewacht und gedacht, oh Gott, wie soll das heute hier jetzt wieder alles gehen? Nur ja nicht denken, einfach nur machen, einfach nur am Funktionieren sein. Entsprechend gestresst war ich natürlich.
So, und wenn du jetzt natürlich morgen auch mal dich nicht nur darin übst, präsent im Hier und im Jetzt zu sein, sondern dir auch mal bewusst für alles, was du machst, und sei es die Wochenendeinkäufe, nicht aus dem Haus hetzt, nicht dich ins Auto setzt und hetzen lassen, sondern dir mal bewusst Zeit nimmst, sagst, okay, jetzt nehme ich mir mal bewusst Zeit und gehe einkaufen und präsent bist im Hier und im Jetzt, dann wirst du merken, dass du plötzlich auch in Situationen kommst, wo du Zeit hast, vor allem Dinge, die du vielleicht nicht so gerne machst. Sei es, wenn du dir vorgenommen hast, morgen Mittag noch die Wohnung zu putzen oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge zu machen, die du nicht unbedingt gerne machst. Selbst wenn du dir für diese Dinge dann Zeit nimmst und dem Gedankenkabarett keine Chance oder weniger eine Chance lässt, weil du dich im Hier und im Jetzt übst, ans Gestern zu denken und ans Morgen zu denken, dann wirst du merken, wie schnell du das ein oder andere gemacht hast, weil du präsent warst im Hier und im Jetzt, weil du dir dafür Zeit genommen hast. Und dann kommst du plötzlich in Situationen, wo du denkst, wow, ich habe gedacht, dafür brauche ich jetzt 3 Stunden. Ich habe nur eine anderthalbe Stunde für gebraucht. Was mache ich jetzt mit der anderthalben Stunde noch, die ich übrig habe? Dann hockst dich halt mal hin, machst einen schönen Spaziergang oder hockst dich hin und genießt die Zeit mit dir und mit deinen Lieben oder trinkst einen leckeren Tee oder hockst dich mal hin und machst mal eine Zukunftsplanung, wie denn dein ideales Leben in der Zukunft nach deinem Herzen, nach deinem Seelenplan eigentlich ausschauen würde. Denn sobald du dich mal auch darin übst, dir bewusst für all das, was du machst, tagsüber Zeit zu nehmen, wirst du auch auf wundersame Art und Weise in die Situation kommen, dass du Zeit hast. Das ist genauso, wenn du am Tisch hockst und da steht eine Schale mit leckerem Obst und du nimmst dir da nicht einen Apfel weg. Dann hast du den Apfel nicht, dann schaust du nur dahin. Und so ist das auch mit der Zeit, wenn du dich mal darin übst, dir bewusst Zeit zu nehmen für alles, was du machst. Nicht nur, dass du weniger gestresst bist, sondern du kommst dann auch wieder in die Situation, Zeit zu haben. Und alles andere ist ja wie so ein Rad, was da dran hängt. Also, hallo liebe Julia, hallo liebe Karin. Für morgen, nimm dir bewusst Zeit für alles, was du machst und sei präsenter im Hier und im Jetzt und beobachte mal, wie viele Botschaften, wie viele Informationen das Universum dir schickt, die dich weiterführen auf dem Weg zu deinem Herzen, zu dir selbst, zu deinem idealen Leben. Sei einfach mal ganz neugierig, mach's einfach zum Spiel des Tages morgen und schau mal, was es mit dir macht, wie viel Energie es dir vielleicht auch schenkt, wie du in eine Situation kommst, da wirklich mal wieder Zeit zu haben und welche Botschaften da zu dir fließen. Okay? In diesem Sinne. Hab einen freudvollen, ganz präsenten Tag morgen mit viel Energie für dich. Und dann sehen wir uns morgen Abend um 21 Uhr nochmal. Okay, bis dahin, alles Liebe, hab noch einen schönen Abend und morgen präsent sein, Gedanken beobachten, Botschaften empfangen. Und schreib es auch gerne mal hier ins Kommentarfeld rein oder in einem eigenen Post. Und wenn du noch Wünsche und Anregungen hast, auf was ich hier im Rahmen der Seelenfreude-Challenge eingehen soll, dann schreib es mir gerne. Ich gehe da gerne auf dich ein und gehe natürlich auch gerne auf Fragen ein. Und wenn du jetzt den Mut hast oder denkst, ja, jetzt ist auch mal der Impuls da, eine kostenfreie Durchbruchssession zu buchen, dann mach auch das gerne. Du weißt, wie du mich erreichst. Okay? Bis dahin, ciao, ciao.